Überlebenskampf ist angesagt diese Woche hier bei der SG. Der Dorfclub startet am morgigen Mittwoch in die englische Woche gegen den VfB Stuttgart 2. Und genau darüber habe ich mit Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen und unserem Urgestein Kai Gehring gesprochen. Herr Boysen, morgen geht es gegen den VfB Stuttgart 2. Ein sehr wichtiges Spiel. Ein Sieg könnte ein wichtiger Schritt sein in Richtung Klassenerhalt. Was erwarten Sie denn von Ihrer Mannschaft für das morgige Spiel? Ja, Vollgas gegen die Amateurmannschaften. Ja, da weiß man, dass die immer gut geschult sind, technisch versiert sind. Das wird sicherlich auch kein Spaziergang, aber wir sind darauf eingestellt, dass wir Boden gut machen müssen, dass wir alles reinhauen müssen, um dieses Spiel für uns zu entscheiden. Sie haben gerade schon die Technik angesprochen von den Gegnern. Welche großen Stärken hat denn der VfB Stuttgart? Ja gut, wir wissen noch nicht so recht, was auf uns zukommt, weil in den letzten 2-3 Spielen wurden immer Spieler von oben abgestellt. Ob das auch morgen so sein wird, bleibt offen. Die erste Mannschaft spielt ja bekanntlich zu Hause am Freitagabend gegen Borussia Dortmund. Und ja, da müssen wir mal zuwarten. Aber grundsätzlich ist es so, egal ob gespickt oder nicht, dass die Mannschaft, wenn viele Spieler von oben kommen, nicht so eingespielt ist. Das ist kein Nachteil für uns. Auf der anderen Seite die jungen Hungrigen, die wollen zeigen, dass sie nach oben wollen und es gibt also für und wider. Wir dürfen uns auf alle Fälle darauf einstellen, dass wir gegen eine hartnäckige Mannschaft spielen werden. Falls jetzt die Profis doch am Start sind morgen, wie will man gegen sie entgegenwirken? Hat man da im Training schon ein bisschen drauf vorbereitet? Ja, wir haben natürlich und wie immer die letzten Spiele des Gegners analysiert, mit Stärken und Schwächen. Und wir haben natürlich auch im Training daran gearbeitet, diese Schwächen am besten morgen zum Tragen zu bringen. Die letzten 2 Spiele hat die SG ja leider verloren. Sie haben schon gesagt, im Training hat man viel gearbeitet. Hat man die Niederlagen auch versucht aufzuarbeiten? Ja, klar, wir müssen nach vorne denken. Das, was war, müssen wir abhaken, allerdings daraus lernen. Und wir müssen es morgen besser machen. Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir brauchen Erfolge für unser Klassenziel. Und der nächste Gegner ist immer der wichtigste. Und so soll es morgen gegen VfB Stuttgart sein. Und die Mannschaft weiß, was zu tun ist, was wir alles brauchen, an den Tag legen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und sie wird auch alles reinhauen. Was haben Sie persönlich für ein Gefühl für das morgige Spiel? Mein Gefühl ist immer gut, gerade wenn man halt eben auch das Abgeleistete aus der Vergangenheit, auch wenn die Ergebnisse nicht immer gestimmt haben, aber was die Mannschaft auf den Platz bringt in den Punktspielen, aber auch im Trainingsbetrieb, ermutigt natürlich optimistisch in die nächste Begegnung oder auch in die nächsten Begegnungen zu schauen. Gab es denn personelle Geschichten in den letzten Tagen? Ja, nach Dominik Salz kommt leider Mohamed Diakité dazu, der wird operiert werden müssen und kann auch nicht mehr zur Verfügung stehen, was sehr, sehr schade ist. Ja gut, ansonsten braucht sicherlich Endo Owusu noch ein wenig, er hat das Mannschaftstraining wieder aufgenommen, aber hat jetzt halt eben auch eine gute Woche gefehlt, genau wie Can Karatas. Aber die Bank wird auch morgen voll sein und insofern denke ich und ich hoffe natürlich auch ein Stück weit, dass es so bleibt, dass wir personell immer gut aufgestellt bleiben. Alles klar, dann Dankeschön für Ihre Zeit und viel Glück fürs morgige Spiel und auch auf diesem Weg noch gute Besserung an die Verletzten der Mannschaft. Ja Kai, die letzten beiden Spiele konnte die SG leider nicht gewinnen. Was hat der Trainer nach den Spielen zu euch gesagt, was ich jetzt einfach verbessern muss für die nächsten Spiele? Ja, ich denke die letzten 2 Spiele, das war einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und vor allem auch nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt auf einmal gilt es auf jeden Fall, dass wir Gas geben von der ersten bis zur letzten Minute und wir wissen, wie wichtig das Spiel morgen ist und ja, da gilt es nur Vollgas und ja, richtig reinhauen. Wie habt ihr denn die Niederlagen verarbeitet? Habt man da im Training irgendwas Besonderes gemacht? Natürlich spricht man miteinander, wir als Spieler sprechen untereinander. Der Trainer gibt einen ganz klaren Plan auch vor, den wir auch umsetzen müssen einfach und von daher, es gilt ja auch nicht nach hinten zu schauen und schauen, was die Vergangenheit gebracht hat, sondern jetzt gilt es einfach morgen damit anzufangen, dass wir eine Serie starten und ja, wir wollen einfach diese 3 Punkte morgen. Du hast es schon gesagt, das Spiel morgen ist sehr wichtig. Zuletzt haben beim VfB sogar auch 3 Profis ausgeholfen. Wie schwer wird das Spiel denn morgen gegen den VfB Stuttgart? Das Spiel wird so oder so schwer, egal ob jetzt Spieler von oben kommen oder nicht. Ich denke, beim VfB geht es genauso ums Überleben, sage ich jetzt mal. Und von daher
Uns darf es aber auch nicht interessieren, ob jetzt da Profis mitspielen oder nur Spieler vom, von der zweiten Mannschaft. Die werden auch Gas geben, aber ja, wir haben einen guten Matchplan und werden alles geben, dass wir die 3 Punkte mitnehmen. Wie ist die Mannschaft denn gestimmt für morgen? Ich kann jetzt von mir sprechen, positiv auf jeden Fall. Also wie schon erwähnt, wir werden alles geben, 90 Minuten kämpfen, fighten und ja, am Ende wollen wir die 3 Punkte auf jeden Fall mitnehmen. Du hast ja schon sehr viel Erfahrung. Was denkst du denn zum Thema Klassenerhalt? Schafft es die SG noch? Definitiv. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Und ich hoffe, dass ihr morgen auch alle die SG unterstützt bei diesem wichtigen Spiel gegen den VfB Stuttgart 2.